Das ist im Prinzip der beste Deal. In dem Moment, wo ihr etwas erschafft, seid ihr der Urheber. Ah, kontroverse Position. Man muss ein bisschen wissen, zahlt das Label euch eine gewisse Gebühr dafür, die sogenannten Lizenzen. Und das ist der 50-50-Deal. Es ist sehr, 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 sehr wenig. Die brauchen von euch auch noch ein Cover, by the way. Ich kann jedes Mal erzählen, dass ihr das bitte hören sollt. Natürlich ist es nicht ganz realistisch. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich bin LFOMI, beziehungsweise Stimming, beziehungsweise LFOMI, beziehungsweise Stimming. Und es ist übrigens tatsächlich das erste Mal überhaupt, dass ich unter einem Pseudonym was mache. Nur für euch mit einem tollen kleinen Setup für 500 Euro. Wir hatten einen Laptop für 230, wir haben ein Audio-Interface für 50, ein Mic für 50 und so einen Controller für 50. Und da habe ich noch zwei Softwares gekauft, der Rest ist komplett Freeware. Und da habe ich zwei Stücke mitgemacht, wie ihr ja wisst, die ihr euch hoffentlich alle ganz fleißig angehört habt und bei Bandcamp gekauft habt. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Business-Teil angekommen. Jetzt möchte ich euch kurz erklären, wie man als Musikproduzent Geld verdient. Ich habe 3 Monate ungefähr an den beiden Stücken gearbeitet, immer mal so zwischendrin. Also man arbeitet da nicht die ganze Zeit. Musik machen kann man sowieso nicht so jetzt so am Stück. Das ist was Kreatives, das funktioniert nur, wenn man auch Lust drauf hat, wenn man in einer guten Stimmung ist, wenn man eine gute Energie hat. Müde kann man irgendwie nicht kreativ sein. Und ich habe da relativ viel Arbeit reingesteckt. Und wenn dann da 400 Euro rauskommen und wenn das so das ist, was man dann mit guter Promo aus so 2 Tracks rausbekommt, ich sag mal, dann spricht das eine recht deutliche Sprache. Nichtsdestotrotz, ihr könnt mit Musik auf 2 Arten Geld verdienen, beziehungsweise es kommt aus 2 grundsätzlichen verschiedenen Richtungen Geld rein. Und zwar einmal auf Seiten des Urheberrechts kommt Geld rein. In dem Moment, wo ihr etwas erschafft, seid ihr der Urheber und habt das Recht, darüber zu bestimmen, was damit geschieht. Und dieses Recht ist auch nicht veräußerbar. Das heißt, das ist hier in Europa immer euch. Und wenn ihr zum Beispiel einem Label erlaubt, diese Musik rauszubringen, dann zahlt das Label euch eine gewisse Gebühr dafür, die sogenannten Lizenzen, License. Aus diesen beiden Kanälen kommt das Geld im Prinzip rein. Das sind so ungefähr das Gleiche. Um Urheberrechtsgelder zu bekommen, müsst ihr Teil einer sogenannten Verwertungsgesellschaft sein. Das ist bei uns in Deutschland die GEMA. Jedes Land hat so eine eigene. Und in England heißt das Ding einfach Copyright Control. In Amerika hat das auch wieder einen anderen Namen. Die sind untereinander vernetzt. Und um in Deutschland bei der GEMA Mitglied zu werden, muss man einmal im Jahr 80 Euro zahlen. Das kann auch jeder machen. Ich glaube, die wollen einmal so geschrieben haben, wie das erste Stück heißt, was man da gemacht hat und auch direkt anmeldet. Und dann schreiben sie so einen Zettel, einen Brief, dass sie also nicht an die Wirtschaftlichkeit glauben, aber sie nehmen einen natürlich auf. Man muss ein bisschen wissen, dass wenn man einmal in der GEMA ist, kommt man da nicht so einfach raus. Und dann ist automatisch alles, was man veröffentlicht, immer auch wird über die GEMA urheberrechtlich abgerechnet. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man auch nur so eine Chance, im öffentlichen Radio gespielt zu werden, weil das öffentliche Radio nur Musik spielt, die auch in der GEMA ist, weil die keine Lust haben, euch anzurufen und zu fragen, ob sie das dann dürfen. Mit der GEMA habt ihr im Prinzip einen Verein, der das dann automatisch für euch erledigt. Ich will ja gar nicht in die Kritik einsteigen oder diese Diskussion befeuern, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Da gibt es ganz, ganz viel kontroverse Positionen, ob jetzt die GEMA noch irgendwie zeitgemäß ist oder das Urheberrecht, wie es überhaupt so ist. Ich persönlich als Musiker und jemand, der das 13 Jahre hauptberuflich macht, also hauptberuflich mit meiner Musik Geld verdient, möchte schon sagen, dass die GEMA tendenziell mein Freund ist. Ich weiß, Veranstalter, für die ist das anders. Aber das war es eigentlich auch. Da mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es gibt noch eine Sache, und zwar ist das die GVL. Das ist die Verwertungsgesellschaft für die ausführenden Künstler. Ursprünglich war das ja mal so, dass jemand ein Stück geschrieben hat und dann gab es eine Band, die das gespielt hat. Oder ein Komponist hat ein Orchesterstück geschrieben und das Orchester hat es dann aufgeführt. Das ist quasi, die GEMA würde dem Komponisten, dem eigentlichen Urheber, das Geld bezahlen und die GVL, die kümmert sich um die Leute, die das aufführen. In Deutschland heißt die GVL, in England heißt das PPL. Und in dem Moment, wo ihr selber Musik macht und die hier auch auf der Bühne aufführt oder selbst im Studio, wenn ich diese kleinen Akkorde hier gedrückt habe, dann bin ich schon Aufführer und kann mich bei der GVL anmelden und kriege dann da auch noch einen kleinen Teil. Immer wenn dann irgendwas verkauft wird, kriegt sowohl die GEMA einen kleinen Teil davon, also die GEMA kriegt echtes Geld davon. Jedes Mal, wenn eine Platte gepresst wird, muss vorher Geld an die GEMA geflossen sein und dann erst darf das überhaupt gepresst werden. Ja, also die sind da sehr hinterher, dass das Geld tatsächlich auch irgendwie fließt. Aber es ist ein schwieriger Komplex. Ich glaube, es hängt tatsächlich mit einer Gesetzgebung und einer versuchten Abbildung der Realität von vor 40, 50 Jahren zusammen. Die technologische Entwicklung findet da erst langsam
Einfluss in dieses dicke Schiff Urheberrecht grundsätzlich. Dann gibt es die Lizenzen. Wenn ihr ein Stück bei einem Label rausbringen wollt, zum Beispiel bei, keine Ahnung, irgendwas, guckt mal auf die Platten, die euch gefallen, wer das unten rausgebracht hat, dann ist es meistens heutzutage so, dass das Geld, was reinkommt, davon werden die Kosten abgezogen und der Rest, sozusagen der Gewinn, der wird durch zwei geteilt. Das ist der 50-50-Deal. Noch früher, als man CDs gepresst hat, hat man das eher so gemacht, dass man sich um sogenannte Punkte gestritten hat. Also wie viel Prozent pro verkaufter Unit, pro verkaufter CD. Aber dieser Deal ist eigentlich passé. Sowas macht man heutzutage nicht mehr. Große Major-Plattenfirmen machen das mit großen Acts. Aber das ist dann einfach auch eine andere Art und Weise abzurechnen. Kann ich euch jetzt nicht empfehlen. Die Tracks, die ich hier gemacht habe, habe ich über einen Digitalvertrieb rausgebracht, der einfach gegen eine Gebühr eure Musik bei den Online-Stores reinstellt. Diese Gebühr beträgt, ich glaube, 9 Euro pro Release oder 15 Euro, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ist also jetzt nicht wahnsinnig viel pro Release. Ich glaube, sie nennen es pro Single und das sind aber dann so 2 Tracks. Und ich glaube, EP wollen die dann 4 bis 5 Tracks und ein Album sind irgendwie ab 10 Tracks oder sowas oder bis, ich weiß nicht genau, da gibt es so Staffelungen. Zusätzlich bekommen die von den Einnahmen nochmal 15%. Bei dem Geschäftsmodell, was ich jetzt gewählt habe, es gibt auch, dass man viel bezahlt, im Jahr auch viel, dafür beteiligen die sich gar nicht mehr. Und was passiert, wenn man diese Stücke einfach mal so reinstellt, ohne noch irgendwie Promo oder sowas zu machen, können wir uns mal kurz anschauen, weil die natürlich über Schnittstellen mit den Streamingdiensten verbunden sind und da Daten abrufen, wie viel die Musik eigentlich gespielt wurde. Klar brauchen sie natürlich diese Daten, um abzurechnen. Ja, und bei Länder ist das dann zum Beispiel so, dass ich habe das vor 2 Wochen reingestellt, ohne irgendjemandem davon zu erzählen. Und da gibt es dann also Total Streams 8. Ich glaube, ich werde reich. Spotify, YouTube Music. Ich habe mir das selber, meine Stücke auf Tidal 2-mal angehört, weil ich Tidal-Kunde bin. Ich finde den Streaming-Dienst sehr gut. Der zahlt nämlich auch am besten. Das taut dir noch gar nicht auf. Wahrscheinlich ist da die Schnittstelle nicht an. Oder die Schnittstelle wird langsamer aktualisiert. Das Stück Whitewood wurde häufiger gespielt als Blackwood. Auf Bandcamp können wir auch mal schauen, was da kam. Da gibt es eine eigene App. Artists heißt die. Das Stück wurde 26 Mal gespielt in den letzten 30 Tagen. Ich habe einen Follower, das ist unser Herr Direktor. Und leider hat es keiner gekauft. Das hat keiner gekauft. Das wird natürlich jetzt total interessant zu sehen, wie sich das dann entwickelt, sobald die Videos draußen sind. Bei Bandcamp kostet das Stück 1 Euro. Jedes Stück kostet 1 Euro. Das heißt, man kann diese 2 für 2 Euro kaufen. Und da kommen bei mir auch tatsächlich fast 2 Euro an. Also Bandcamp will, glaube ich, 8% oder so davon haben. Und das ist im Prinzip der beste Deal, weil das dann schon ziemlich, ziemlich viel Geld ist für so ein Stück. Da gibt es Übersichten, was die letztendlich zahlen. Es ist sehr, 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 sehr wenig. Und ich habe es auch einfach noch nicht begriffen. Und das Abrechnungsmodell ist total undurchschaubar und irgendwie ist das auch nervig. Irgendwie ist das blöd. Ich würde ganz gerne wissen, wie viel dann tatsächlich reinkommt. Erfahrungsgemäß würde ich sagen, das, was bei der GEMA reinkommt, kommt von den Lizenzzahlungen ungefähr auch nochmal so rein. Digitaldistributoren, also die Leute, die die Musik reinstellen, da gibt es verschiedene. Ich habe mich jetzt für Länder entschieden, weil ich dieses automatische Mastering ausprobieren wollte. Es gibt noch viel mehr. Ich möchte die kurz nennen. Das ist einmal RecordJet, Paradise, Aval, iMusic Next, iGroove Next, iMusician, SpinUp, also es gibt da wirklich ziemlich viel. Da müsst ihr nach digitalem Musikvertrieb suchen und dann einfach gucken, was euch am besten gefällt. Ich glaube, RecordJet macht das, glaube ich, wohl ziemlich gut, habe ich mal gehört. Aber letztendlich ist es halt eine technische Schnittstellenabgabe. Die brauchen von euch auch noch ein Cover, by the way. Also die brauchen einen Master, da haben wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge drüber gesprochen. Und sie brauchen ein Cover in einer bestimmten Form. Ich habe jetzt für meine EP ein Bild vom Hamburger Fernsehturm gemacht, habe das ausgedruckt und habe das dann nochmal mit der Handykamera abfotografiert. Nee, es war nicht die Handykamera, es war nochmal eine andere. Aber es ist tatsächlich so, dass das irgendwie cool aussieht. Irgendwie sieht das cool aus. Sieht so ein bisschen kaputt aus und trotzdem irgendwie neu. Und diese Softwareverbesserung, die das Handy so von sich aus macht, fand ich irgendwie spannend. Aber ist natürlich Kindergarten, ne? Also sind sogenannte Künstler, die das einfach dann wahrscheinlich auch sehr gut machen, so ein Cover. Normalerweise würdet ihr, wenn das Stück irgendwie halbwegs erfolgreich ist, auftreten. Jetzt wisst ihr natürlich, ich habe lange Haare, ich muss da nicht groß drüber reden, das Wort ist in aller Munde. Ich werde es auch jetzt nicht sagen.
durch die aktuelle Situation sind wir gezwungen, durch die Musik hier Geld zu verdienen. Und ich muss gestehen, das ist auch ein Grund, warum ich das so gemacht habe oder warum wir uns entschieden haben, diese Stücke auch online zu stellen, um mal zu gucken, was da eigentlich tatsächlich geht. Wie sieht denn eigentlich der Markt aus? Und natürlich ist es nicht ganz realistisch. Wir haben ja hier total tolle Promo. Ja, wir können, ihr guckt euch die Videos an. Ich kann jedes Mal erzählen, dass ihr das bitte hören sollt. Es ist quasi nicht wirklich ein Abbild von der Realität. Aber es zeigt zumindest selbst, was mit so einer richtig guten Promo dann am Ende rauskommt. Ja, somit sind wir im Prinzip am Ende angekommen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich kann das jetzt ganz kaum glauben. Ich möchte kurz eine Gedenksekunde einlegen. Eine Stille. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir sehen uns wieder. Tschüss.